Vor 15 Jahren habe ich etwas erlebt, das ich nie vergessen werde. Jedes Mal, wenn ich mich an diese Erfahrung erinnere, ist sie so real. Es gab eine Zeit, in der ich bezweifelte, dass Gott real ist. Nachdem ich dieses Ereignis erlebt hatte, änderte ich meine Meinung. Im Himmel habe ich Gott gesehen. Ich sah auch meine Mutter, die mir viel Trost und Wärme spendete. Ich spürte die Liebe Gottes und meiner Mutter, und das Gefühl war so stark. All das machte mich zu einem besseren Menschen. Zu dieser Zeit ging ich mit einem Freund aus. Schon als ich ihn das erste Mal sah, wusste ich, dass er der Richtige für mich war. Ich liebte seine Zärtlichkeit und Romantik, die mich so glücklich und zufrieden machten. Wir hatten uns einen halben Monat lang nicht gesehen, weil wir arbeiten mussten. Als er mich anrief, um mir zu sagen, dass er heute zurückkommen würde, war ich sehr glücklich. Ich plante, ihn mit dem Auto abzuholen. Ich stellte mir den Moment vor, in dem wir uns wiedersehen würden, und mein Herz war voller Aufregung und Vorfreude. Ich ging nach Hause, zog mich um und machte mich bereit, meinen Freund abzuholen. Ich rief ihn an, um ihm zu sagen, dass ich auf dem Weg war. Ich fuhr die Straße entlang und hörte dabei Musik. Plötzlich sah ich ein Auto vor mir, das häufig die Fahrspur wechselte. Unbewusst trat ich auf die Bremse. Weil ich so schnell fuhr, stieß ich mit dem Fahrzeug zusammen, das aus der Gegenrichtung kam. Ich fühlte mich wie in einer Waschmaschine und drehte mich wie verrückt. Das nächste, was ich weiß, ist, dass meine Erinnerung verschwommen ist. Es schien, als würde jemand schreien und jemand anderes mir eine Ohrfeige geben. Ich hörte auch das Geräusch von Polizeiautos und Krankenwagen. Ich hatte große Angst und befürchtete, meine Familie zu verlieren. Plötzlich tauchte ich in einer schwarzen Leere auf. Ich konnte nichts sehen und nichts hören. Das machte mir große Angst, denn ich wusste nicht, wo das war und wie lange es dauern würde. Ich begann mich zu bewegen und versuchte, einen Ausgang zu finden. Ich tastete in der Dunkelheit herum und fand keinen Ausweg. Ich fühlte mich zunehmend verzweifelt und begann zu vermuten, dass dies nur ein Traum war. Ich gab die Suche auf und blieb ruhig an Ort und Stelle. Ich dachte, dieser Traum würde nach einer Weile verschwinden, aber das tat er nicht. Es fühlte sich hier so real an. Ich begann zu weinen, mein Herz wurde schwer und ich fragte mich, wie lange ich noch hier bleiben müsste. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, und ich begann, meine Familie zu vermissen. Schließlich schrie ich vor Kummer und Panik zu Gott um Hilfe. Plötzlich erschien ein helles Licht vor mir. Eine Wärme umgab mich, und es war, als wäre ich in einer völlig neuen Welt. Die Gestalt einer Frau erschien vor mir, gekleidet in ein langes weißes Gewand, mit Haaren so hell wie goldenes Sonnenlicht. Als sie sich mir näherte, erkannte ich, dass sie meine verstorbene Mutter war. Solange ich mich erinnern kann, hatten meine Mutter und ich uns voneinander entfremdet, und ihr Selbstmord war mir immer entgangen. Aber in diesem Moment spürte ich ihre Liebe zu mir, eine bedingungslose Liebe. Sie umarmte mich sanft und sagte mir, dass sie immer für mich da sei und immer über mich wache. Ich war überwältigt, als ich sie hier sah. Obwohl ich damals kein Christ war, wusste ich, dass man, wenn man sich umbringt, in der Hölle landet. Ich war von ihrer Antwort sehr überrascht. Sie sagte mir, dass Gott jeder Seele eine Chance gibt, in den Himmel zu kommen, auch wenn die Person ein Sünder ist. Diejenigen, die in der Hölle sind, bekommen auch eine Chance, in den Himmel zu kommen.
Jetzt weiß ich, dass meine Mutter diese Chance bekommen hat. Meine Mutter sagte mir, dass Gott für uns da ist und dass er uns annimmt, egal wer wir sind. Jeder Mensch auf der Erde macht Fehler, aber das bedeutet nicht, dass er nicht von Gott geliebt werden kann. Neugierig fragte ich meine Mutter, wie die Hölle aussieht. Sie antwortete, es ist ein Ort unbeschreiblichen Schmerzes und unbeschreiblicher Angst. Dort wird jedes verletzende Wort und jede sündige Handlung tausendfach vergrößert. Du wirst in endloser Dunkelheit und Einsamkeit gefangen sein. Plötzlich erschien eine Dunkelheit vor meinen Augen. Ich erkannte, dass ich in die Hölle gekommen war. Ich sah Seelen, die litten. Ich hatte viele unverantwortliche Bemerkungen gemacht, die die Gefühle vieler Menschen verletzten und vielleicht sogar ihr Leben beeinträchtigten. Nachdem meine Mutter Selbstmord begangen hatte, verfluchte ich sie unaufhörlich. Ich schwor mir, ihr nie zu verzeihen, und hoffe, dass sie für immer in der Hölle schmort. Ich erlebte die Einsamkeit, keinen Glauben zu haben, eine Welt ohne alles. Meine Sünden wurden hier gnadenlos vergrößert, als ich die Dinge sah, die ich getan hatte. Mein Verstand ist nicht mehr klar, und meine Seele ist von Schmerz und Trauer zerfressen. An diesem Ort gibt es weder Wärme noch Trost, nur ewigen Schmerz und Einsamkeit. Ich bedauere meine Taten so sehr und sehne mich nach Vergebung. Unmittelbar nachdem ich die Hölle verlassen hatte, nahm mich meine Mutter in die Arme. Sie versicherte mir, dass alles gut werden würde. Ich fragte meine Mutter, warum hast du dich entschieden, uns zu verlassen? Sie sah mich mit Tränen in den Augen an und entschuldigte sich. Sie erklärte mir, dass sie Schmerzen hatte, aber nicht wusste, wie sie diese loswerden sollte. Als ich meine Mutter weinen sah, wusste ich, dass es Zeit war, ihr zu verzeihen. Nachdem ich ihre Entschuldigung gehört hatte, verschwand mein Hass auf sie. Ich flüsterte, ich vergebe dir. Als ich dies gesagt hatte, erschien ich an einem wunderschönen Ort. Ich sah Blumen in allen Farben. Die warme Brise wehte gegen meine Wangen und gab mir ein unglaublich angenehmes Gefühl. Ich konnte den Duft der Blumen und die frische Luft riechen. In der Ferne befand sich ein hohes Kristallschloss, das in ein gleißendes Licht gehüllt war. In Gedanken fragte ich mich, ist das der Himmel? Um das Schloss herum spazierten viele Menschen, die sehr glücklich und zufrieden aussahen. Ihr Gesichtsausdruck war voller Freude und ihr Umgang miteinander war voller Freundlichkeit. Alles hier ist so harmonisch. Meine Seele wurde an diesem Ort geheilt und gereinigt. Es war so schön und friedlich. Und ich fühlte mich wirklich glücklich und zufrieden. Plötzlich hörte ich, wie jemand hinter mir meinen Namen rief. Ich drehte mich um und sah einen Mann. Als er auf mich zukam, bemerkte ich, dass sein Haar lockig braun und sehr markant war. Er trug ein langes weißes Gewand mit einem goldenen Muster darauf. Ich wusste, dass er Jesus war. Er schaute mich mit einem Lächeln an. Ich spürte seine Liebe, und das Gefühl war so stark. Er sagte mir, dass er immer für mich da sei. Als ich diese Worte hörte, begann ich zu verstehen, dass seine Liebe echt war. Jesus sagte mir auch, dass dieser Ort der Himmel ist. Hier gibt es weder Schmerz noch Leid, sondern nur ewiges Glück. Jesus erinnerte mich daran, dass dies zwar mein Zuhause sei, ich aber jetzt nicht hier bleiben könne. Ich muss auf die Erde zurückkehren, um meinen Auftrag zu erfüllen. Er sagte mir, ich solle mich nicht sorgen, denn er habe alles für mich geplant. Dann zeigte er mir eine wunderbare Szene.
Ich sah mich selbst in einem wunderschönen weißen Hochzeitskleid und mit einem glücklichen Lächeln im Gesicht. Ich hielt mit einem Mann Händchen und schritt gemeinsam den Gang hinunter. Umgeben vom Klang der Familie und Freunde, die mir alles Gute wünschten. Ich fühlte mich so glücklich und zufrieden, dass es schien, als würde die ganze Welt mir zujubeln. Leider konnte ich das Gesicht des Mannes nicht richtig sehen. Ich war mir nicht sicher, ob es mein jetziger Freund war. Dann kehrte die Szene in ein Krankenhaus zurück, wo ich in einem Krankenhausbett lag. Eine Krankenschwester legte mir ein Baby in die Arme. Ich hielt sie fest und fühlte ihre Sanftheit. Sie hatte ein unschuldiges Lächeln im Gesicht, lange Wimpern und winzige rosa Hände. Jesus sagte mir, dass dieser kleine Engel sein Geschenk an mich sei und dass sie mir unendlich viel Liebe und Glück bringen würde. Dann wechselte die Szene wieder in einen wunderschönen Park. Ich sah mich selbst mit einem Mädchen laufen. Wir hatten beide ein Lächeln im Gesicht. Wir fühlten Freiheit und Freude. Ich wusste, dass dies das glückliche Leben war, das Jesus für mich geplant hatte. Ich war voller Hoffnung und Vertrauen in meine Zukunft. Jesus sagte mir, wir werden uns wiedersehen. Ich wusste, dass ich von hier weggehen und auf die Erde zurückkehren musste. Ich verabschiedete mich von Jesus und er hielt sanft meine Hand. Er sagte mir, dass er immer an meiner Seite sein würde, um mich zu beschützen und zum wahren Glück zu führen. Bevor ich abreiste, wollte ich noch einmal die Schönheit des Himmels bewundern. Die endlosen Wiesen und Gärten in voller Blüte. Die Vögel in den Bäumen sangen. Ich verspürte ein unendliches Gefühl von Frieden und Ruhe. Ich wusste, dass mich dieses Gefühl immer begleiten würde, wenn ich vor Herausforderungen stand und mir Kraft und Mut geben würde. Als ich den Himmel verließ, hob mich eine mächtige Kraft von dieser wunderbaren Szene weg. Obwohl ich nicht mehr im Himmel bin, werde ich nie vergessen, was ich dort erlebt habe. Als ich aus dem Koma aufwachte, fühlte sich mein Kopf noch immer schmerzhaft an. Ich versuchte, mich aufzusetzen, aber mein Körper war sehr schwach. Ich bemerkte, dass ich mich in einem weißen Raum befand, umgeben von medizinischen Geräten und Monitoren. Ich spürte, dass jemand meine Hand hielt, und ich drehte meinen Kopf, um meinen Freund zu sehen. Seine Augen waren voller Besorgnis und Sorge. Ich fragte ihn, was passiert war, und er erzählte mir, dass ich eine Woche lang im Koma gelegen hatte. Ich war bei einem Autounfall schwer verletzt worden und musste operiert werden. Er sagte mir auch, dass die Operation sehr erfolgreich verlaufen sei und dass ich mich jetzt erhole. Mein Herz war ein wenig schwer und ich konnte nicht glauben, dass ich eine Woche lang im Koma gelegen hatte. Mein Freund versicherte mir, dass er immer für mich da sein und mir helfen würde, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden. Mir wurde ganz warm ums Herz und ich wusste, dass ich nicht allein war. Er erzählte mir, was die Ärzte und Krankenschwestern für mich getan hatten. Er erzählte mir, wie besorgt und aufgeregt er war, als ich in den Operationssaal gebracht wurde. Er hatte darauf gewartet, von den Ärzten zu hören, und wollte eine gute Nachricht hören. Ich war so erleichtert und drückte meinem Freund gegenüber meine Dankbarkeit aus. Ich bin so glücklich, jemanden wie ihn an meiner Seite zu haben. Er hat mir viel Kraft und Mut gegeben. Außerdem bin ich Gott sehr dankbar, dass er mich zu meiner Familie zurückgebracht hat. Als ich mit meinem Freund zusammen war, habe ich nicht an die Existenz Gottes geglaubt und hatte auch kein großes Interesse an Religion oder Glauben. Aber als ich das durchmachte, begann sich mein Glaube zu verändern.
Ich erkannte, dass das Leben so zerbrechlich ist und eine Art höhere Macht braucht, die es beschützt und leitet. Ich spürte eine wunderbare Verbindung zu Gott in meinem Leben. Er gab mir die Kraft und die Hoffnung, mein Leben fortzusetzen. Mein Freund und ich haben gemeinsam viele Rückschläge und Schwierigkeiten erlebt, aber wir haben nie unseren Glauben und unsere Hoffnung verloren. Wir heirateten in einer Kirche. Unser Eheleben war voller Glück und Segen, und Gott schenkte uns unendlich viel Gnade und Segen. Bald kam unser erstes Kind zur Welt, ein wunderschönes Mädchen. Ich fühlte mich sehr glücklich und zufrieden, weil ich nun meine eigene Familie und die Liebe meines Lebens hatte. Jedes Mal, wenn ich meine Tochter fröhlich im Sonnenschein spielen sehe, weiß ich, dass dies Gottes Segen und Gnade für mich ist. Mein Glaube hat mich in die Lage versetzt, den wahren Sinn des Lebens zu erkennen und mich dankbarer und ehrfürchtiger gegenüber Gottes Gegenwart gemacht. Ich glaube, dass Gott mich und meine Familie immer beschützt hat, damit wir ein glücklicheres und erfüllteres Leben in dieser Welt führen können.